Schulsozialarbeiter sind ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags. Sie bilden das Bindeglied zwischen Schule und Leben. Dieses Jahr feiert die Diakonie 10 Jahre Schulsozialarbeit. Und welche Bedeutung diese im Gothaer Schulalltag hat, erfahren wir heute bei der Diakonie. Hier nun bei mir Geschäftsführerin des Diakoniewerks Gotha, Anne-Viviane Boganda, und auch Schulsozialarbeiterin Julia Scheel. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Bei Ihnen gibt es ja bald etwas Großes zu feiern. Was ist das? Ja, wir feiern 10 Jahre Schulsozialarbeit im Landkreis Gotha. Und im September, wir freuen uns darauf, Schulsozialarbeit hat sich entwickelt, ausgebaut an ganz vielen Schulen und wir machen ein Familienfest. Ja. Sie haben das Konzept ja auch schon von Anfang an mitgeprägt. Wie kam es denn dazu, dass die Schulsozialarbeit in Gotha ins Rollen gekommen ist? Na, das ist ja ein Thüringer Programm. Also es wird ja finanziert vom Land Thüringen. Und wie das bei so Projekten ist, das wird am Anfang ausgeschrieben und dann kann man sich als Träger darauf bewerben. Und das Diakoniewerk ist eins der Träger im Landkreis Gotha, die sich darauf beworben haben und auch am Anfang 4 Stellen bekommen hat, also 2013, als wir angefangen haben. Da ging es erstmal an den Regelschulen los und mittlerweile sind wir schon ein bisschen größer. Ja, so sah das also am Anfang aus. Wie haben denn die Schulen denn diese Schulsozialarbeiter in den Schulalltag integriert? Ja, am Anfang, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich war am Anfang an einer Regelschule. Die waren, glaube ich, schon sehr dankbar, als da nochmal ein Sozialarbeiter, ein Sozialpädagoge dazu kam, der auch nochmal einen anderen Blick auf die Schüler hat, als jetzt nur das Schulische, das Vermitteln von Wissen, sondern einfach auch noch ein bisschen weiter guckt, was ist da so im sozialen Umfeld eines Schülers vielleicht wichtig, was sind Hemmnisse, Probleme, Schwierigkeiten, was den Schüler vom Lernen vielleicht abhält. Und dass da einfach noch jemand ist, der Zeit mitbringt und auch für die Schüler Gespräche anbietet und eine Anlaufstelle einfach ist, eine vertrauensvolle, wo die Kinder auch mit ihren Kindern und Jugendlichen mit ihren Problemen hinkommen können. Ich glaube, das haben die Schulleiter schon von Anfang an sehr dankbar angenommen. Nun mittlerweile hier in Gotha schon seit 10 Jahren. Natürlich hat sich die Schulsozialarbeit in Gotha auch entwickelt. Durch welche Impulse konnte denn das Konzept immer weiter voranschreiten und sich entwickeln? Sie haben ja gerade schon gesagt, es ist ja nicht bei den 4 Regelschulen geblieben. Vielleicht zum einen, dass es sich, glaube ich, auch rumgesprochen hat. Also die Schulleiter untereinander kommunizieren ja auch. Und wir haben ja angefangen an Regelschulen in der Stadt Gotha. Und dann wurde das auf Regelschulen im Landkreis ausgeweitet, wo Schulleiter dann gesagt haben, das wollen wir auch. Dann gab es das ja nicht nur im Landkreis Gotha, sondern auch in anderen Landkreisen. Es ist gut angenommen worden. Es ist auch gut evaluiert worden. Also es gibt Orbit, das ist die Institution, die das thüringenweit auch auswertet, unsere Arbeit. Also wir müssen auch viel Statistiken führen. Und ich denke, da ist einfach sichtbar geworden, dass es was Gutes ist. Und der Bedarf ist auch in diesen 10 Jahren, glaube ich, immer größer geworden, dass auch soziale Arbeit ein Teil an Schule sein soll. Und wie sieht es heute an Gotha aus? Wie sieht es konkret in Zahlen aus? Wie viele Schulsozialarbeiter haben wir momentan hier in Gotha? Also das Diakoniewerk hat 11 in der Stadt Gotha und in der Grundschule Goldbach. Der Nähe wegen gehört das noch zu uns. Und die Träger sind auch so ein bisschen auf die verschiedenen Gebiete im Landkreis aufgeteilt. Insgesamt haben wir 32? Ich glaube 32. Also es sind mehrere Träger, die Schulsozialarbeit anbieten. Und entschieden wird das immer im Jugendhilfeausschuss. Das ist ja das Gremium, was wir auch begleiten zwischen Verwaltung und zwischen Fachkräften der Jugendhilfe. Und es wird immer wieder evaluiert, wo sind die Bedarfe besonders groß. Und es gibt auch immer wieder Schulen und Direktoren, die sagen, nein, wir haben keinen Bedarf. Also das wird regelmäßig erfragt. Und es gibt aber auch immer wieder Schulen, also wie das Förderschulzentrum hier in Gotha, die haben über viele Jahre immer wieder geschrieben, sie brauchen einen Schulsozialarbeiter und haben seit 2 Jahren die Schulsozialarbeit an ihrer Schule. Und man sieht, dass sich das dann genauso dort der Bedarf natürlich vorhanden ist und dass es eigentlich noch ausgebaut werden müsste. Sie sind jetzt direkt Schulsozialarbeiterin in einer Schule hier in Gotha. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag auf? Was umfasst denn alles die Aufgaben eines Schulsozialarbeiters?
Also den typischen Schulsozialarbeitertag gibt es nicht. Was sehr schön ist, ist, dass einfach wirklich jeder Tag anders ist. Gell? Also, aber ja, so die Bausteine sind Kontaktzeiten, also einfach Zeiten, in denen die Kinder ins Büro kommen können. Das muss nicht immer sein, weil sie ein Problem haben. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich an einer Grundschule arbeite. Da sind die Kinder sowieso noch nicht so problemorientiert. Die kommen einfach gerne zum Reden, erzählen, was vielleicht zu Hause war, erzählen, was am Wochenende war, erzählen, was sie so belastet oder bedrückt oder auch was Spaß gemacht hat oder wenn es Streit gab oder so. Also ein großer Teil sind einfach Kontaktgespräche mit den Kindern. Ich bin auch natürlich viel in den Klassen unterwegs, auf dem Gang unterwegs, auf dem Schulhof unterwegs, weil das Wichtigste ist natürlich, dass ich ansprechbar bin für die Kinder und die Kinder wissen, wozu ist diese Schulsozialarbeiterin da. Die wissen, wozu der Lehrer da ist, aber die müssen einfach auch erst lernen, wozu ist der da, was macht der, wann kann ich da hingehen. Und damit die Kinder da immer wieder auch Beziehungen aufbauen, weil nur mit Beziehungen kann soziale Arbeit funktionieren, können die Kinder auch mit den Dingen kommen, die schwierig sind, mache ich einfach auch viel Projekte in den Klassen, um mit den Kindern in Kontakt zu sein. Und das können Präventionsprojekte sein, also vom Thema Kinderschutz ganz weit, im kleineren Bereich viel, wie gehe ich um mit Fremden, was mache ich mit Kummer, wie ist der Umgang mit Medien, Kinderschutzparcours, also alles so Dinge, die präventiv sind, die mache ich in jeder Klasse, sodass ich immer in Kontakt mit den Kindern stehe und daraus ergeben sich dann Gespräche. Dann kommen Elterngespräche dazu, also ich bin auch immer bestrebt, dass die Eltern mich kennen, dass die wissen, dass ich auch eine Anlaufstelle bin, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Die kommen dann auch, die rufen an, die schreiben eine Mail, die kommen einfach vorbei, wenn sie ihre Kinder abholen oder so, dann kommt es zu Gesprächen, aber auch Gremien wie Dienstberatung in der Schule, Absprachen mit Beratungslehrer, Absprachen im Lehrerkollegium, weil nur so kommt ja der Kontakt mit Kindern zustande. Wenn der Lehrer sagt, mir fällt hier was auf, ja, kannst du da vielleicht nochmal mit drauf gucken. Das sind so Sachen. Gell? Dann macht man manchmal Projekte am Nachmittag oder im Mittagsbereich. Dann macht man auch mal eine Einzelförderung, weil ein Kind einfach wenig häusliche Unterstützung beim Lesen zum Beispiel hat, dass ich mich mit einzelnen Kindern in der Kleinstgruppe nochmal hinsetze und wir nochmal ein Lesetraining machen. Oder wir machen was zu gesunder Ernährung. Wir haben eine schöne Kinderküche, wo man in einer kleinen Gruppe mit den Kindern da präventiv zu Gesundheit was machen kann. Also ganz breit. Ich habe Kollegen, die machen Theaterprojekte. Ich habe Kollegen, die machen Entspannungs-, Achtsamkeitssachen mit den Kindern, also ganz breit gefächert. Ja, also schon so das Bindeglied zwischen Schule und Leben, ja, von den Kindern und so auch Jugendlichen natürlich. Ja. Haben sich denn die Problematiken, die Thematiken verändert über die Jahre oder worauf wird heute mehr Wert gelegt? Sie haben schon kurz die Medien zum Beispiel auch angesprochen. Mhm. Genau, also es gibt Probleme, die sind schon immer da und die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Das ist viel so der Bereich Vernachlässigung oder geringe oder kaum Förderung zu Hause. Die Corona-Zeit hängt immer noch nach, das muss man einfach so sagen. Es gibt immer noch viele Kinder, die Schwierigkeit haben. Wie lerne ich, was lerne ich, die auch einfach Lücken haben, gell, wo das viel Thema ist im Moment. Und Sie haben es schon angesprochen, die digitalen Medien, das ist auch das, was die Lehrer viel umtreibt, das macht schon, das fängt gefühlt jedes Jahr eher an. Also wir haben teilweise Kinder, die kriegen zur Schuleinführung das erste Handy geschenkt und dann haben sie es, gell? Und dann sind sie damit unterwegs. Und da muss man, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit auch noch leisten bei den Kindern. Und das sind die Lehrer auch sehr dankbar, wenn sie da immer noch Unterstützung haben. Ja. Was ist denn so die größte Motivation jetzt für diesen Beruf, für Sie persönlich? Also zum einen, dass es wirklich tatsächlich sehr abwechslungsreich ist. Also es ist irgendwie, bei den Einzelfällen ist jeder Tag anders, jeder Fall anders und spannend irgendwie. Bei den Projekten, das hat so eine Stetigkeit auch, dass man das immer wieder macht. Es sind sehr schöne Arbeitszeiten für jemanden mit Familie wie mich zum Beispiel. Da ist also, man hat nicht in anderen Bereichen der sozialen Arbeit, muss man halt auch viel am Wochenende, nachts, wie auch immer arbeiten. Ich habe das Glück, ich arbeite wie ein Lehrer quasi auch von früh um 7 oder halb 8 bis Nachmittag. Das ist schon sehr schön. Und die Kinder sind auch dankbar, die Eltern sind auch dankbar. Also nicht immer, aber man kriegt immer wieder auch zurückgemeldet, auch von den Lehrern, dass sie sehr dankbar sind für die Unterstützung. Und das macht Spaß. Das ist sehr schön zu hören. Was wünschen Sie beide sich denn für die Zukunft der Schulsozialarbeit hier in Gotha? Was sind vielleicht auch Herausforderungen, die noch bewegt werden müssen, wo Sie vielleicht noch Unterstützung brauchen? Wie sieht das bei Ihnen aus?
Also ich würde mir wünschen, dass die versprochene Verstetigung, die ja auch mittlerweile ist Schulsozialarbeit keine, ist zwar immer noch eine Richtlinie vom Land Thüringen, aber kein Modellprojekt mehr. Es wurde mittlerweile aufgenommen ins Schulgesetz, aber es hapert an der flächendeckenden Umsetzung. Wir haben nach wie vor nicht an allen Regelschulen im Landkreis, nicht an allen Gymnasien und auch nicht an allen Grundschulen einen Schulsozialarbeiter. Und wenn wir Schulsozialarbeit haben, dann haben die Kollegen teilweise eine Stundenzahl von 30 Stunden. Und das ist bei weitem oftmals für die Bedarfe nicht ausreichend. Und wie Frau Schädel schon gesagt hat, es wird immer evaluiert. Wir wissen, dass die Bedarfe sehr höher sind. Und es wird auch immer wieder vom Land Thüringen gesagt, gerade jetzt vor den Ferien hat unser Bildungsminister uns versprochen, dass eine Verdopplung der Schulsozialarbeit im Haushalt für 2024 aufgenommen wird. Und in den Gesprächen mit der Finanzministerin wurde wieder zurückgerudert, sodass 3 Wochen später in der Zeitung stand, leider wird das nicht stattfinden. Und wir haben nach wie vor Schulen, die an uns herantreten und sagen, wir möchten das gerne, wir sind in Kontakt mit dem Jugendamt. Und es ist aus finanziellen Möglichkeiten des Landes nicht möglich, da Schulsozialarbeit flächendeckend anzubieten. Der Landkreis selber gibt auch Geld für einzelne Stellen der Schulsozialarbeit, aber kann es auch finanziell nicht schaffen, die Zahlen so nach den Bedarfen auszurichten. Das ist also der Wunsch vor allem für die nächsten Jahre dann und beziehungsweise für den nächsten Zeitpunkt, dass das möglichst schnell umgesetzt werden kann, ja. Da der Bedarf wirklich, wie Sie gerade schon gesagt haben, hoch ist. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was wünschen Sie sich denn? Also vielleicht auch für Ihre persönliche Arbeit. Also es geht mir ähnlich. Ich wünsche mir, dass Schulsozialarbeit gesehen wird und auch wertgeschätzt wird, weil ich habe tolle Kollegen, die machen eine tolle Arbeit. Es ist, wird auch eigentlich an den Schulen, an denen es ist, schon sehr gut wertgeschätzt. Deswegen ist ja auch die Nachfrage so hoch, auch von anderen Schulen. Und was Frau Pogranner eben auch schon gesagt hat, jetzt werden halt Stunden gerade wieder gekürzt. Das ist schwierig einfach, weil wir haben es gerade gesagt, die Problemlagen sind vielschichtig. Die Problemlagen werden nicht weniger, gerade auch, weil wir viel inklusiv beschulen, auch an den Grundschulen. Also viele Kinder mit verschiedenen Problemlagen dort einfach sind. Und da ist es einfach schwierig, wenn die Kollegen einfach nicht ausreichend Arbeitszeit zur Verfügung haben, um diesem Bedarf auch gerecht werden zu können. Dann muss man immer an irgendwelchen Ecken und Enden kürzen. Dann fängt man an, bei Präventionsgeschichten zu kürzen, was aber genauso wichtig wäre, um dann irgendwie in der Einzelfallarbeit voranzukommen oder anders. Das ist schon schwierig, also das wäre wünschenswert, dass das einfach noch ausgebaut werden kann. Ja, aber es muss halt finanzierbar sein. Diese bedeutsame Arbeit soll deshalb auch gerade im September gefeiert werden. Was erwartet denn dort die Gäste? Wann, wo und wer wird denn empfangen? Ja, wir feiern 10 Jahre Schulsozialarbeit an einem Wochenende und zwar am 16. September in der KGS, also das ist die Schule, die Gemeinschaft. Kooperative Gesamtschule. Oh Gott, die Kooperative Gesamtschule Herzog Ernst hier in Gotha. Und da haben wir einfach gute Bedingungen, eine sehr große Schule mit einem tollen Außengelände. Und wir beginnen den Tag auch mit einem Fachvortrag zum Thema Schutzkonzepte, eine Podiumsdiskussion. Und das richtet sich besonders an die Fachkräfte, an Kollegen, an Erzieher, an Lehrer, an Mitarbeiter der Ämter. Und ab Mittag um 12 ist ein buntes Spiel-, Spaßprogramm mit Essen, Trinken für alle Familien und nicht nur für die, wo es auch Schulsozialarbeit gibt. Also für alle Familien mit Kindern und auch ohne Kinder in Gotha, die sind herzlich eingeladen. Das hört sich schön an. Dann wünsche ich Ihnen natürlich an diesem Tag viel Erfolg und auch, dass es etwas bewirkt, dass vor allem die Schulsozialarbeit wieder gesehen wird und auch für die Zukunft, dass Sie sich weiterentwickeln können auf die nächsten 10 Jahre Schulsozialarbeit. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.